Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, hier ist wieder eure Andrea von der Sportvereinigung Besigheim. Heute wieder mit der Serie Übung macht den Meister und mit dabei ist wieder... Hallo. Genau. Wie alt bist du denn nochmal? Sag's nochmal. Acht Jahre, genau. Philipp unterstützt mich nachher wieder. Und diese Übungsserie, da wollen wir ja natürlich verschiedene Fertigkeiten lernen, damit ihr es nochmal wisst. Wir lernen das Seilspringen, Rolle vorwärts, Handstand aufschwingen und Ballfertigkeiten. So, und was braucht man denn heute alles, Philipp? Ein Ball. Genau, der sollte prellen. Moment. So, dann? Kissen. Und Seil. Seil und? Stuhl. Und Stuhl und natürlich unsere Matte, wie immer. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? So, wir starten mit dem ersten Block, mit dem Seilspringen wieder, was wir lernen wollen. Der Philipp hat das Seil schon zweimal gefaltet. Genau. Sehr gut. So, dann nehmen wir heute das Seil mal in beide Hände, Philipp. Und jetzt probieren wir mal links, rechts das Wasserrad zu machen. Ja? Dann kann man so den Oberkörper schon ein bisschen mitdrehen. Und wir haben wieder ganz schön, Philipp, hier unten unsere Linien. Ja? An der Matte entlang. Guck mal. Am Mattenrand entlang. Genau. So, super. Genau. So. Nehmen wir schön den Oberkörper mal mit, links, rechts, ja, der dreht sich so ein bisschen mit und dann können wir auch schön langsam machen und schauen, dass dein Seil ganz ruhig links, rechts geht. Genau, ganz kontrolliert. Oh, manchmal macht es so ein bisschen was anderes. So, und jetzt wollen wir mal den Oberkörper einfach ruhig halten, nur die Arme, die gehen so links, rechts, ja, dass der Oberkörper ganz ruhig bleibt in der Mitte. Oberkörper schaut, genau. Sehr gut. Ruhig mit Beinen hin. Okay, und dann stoppen wir mal. Gut. So, pass auf, ich habe eins gesehen. Nimm die zwei offenen Seilenden, nimmst du in die Hand. Das geht leichter, dann bleibt das Seil besser bei dir. Genau, das nimmst du einfach in die Hand. So, was wir jetzt schon ein bisschen öfter geübt haben zu Hause. Hast du geübt zu Hause? Ja. Ja, super. Wir stellen das mal hin und wollen mal unser Wasserrad hier machen. Ja? Das kennen wir jetzt. Ah, ich sehe, du hast geübt, weil es läuft richtig gut schon. So, und weil es so gut läuft, Philipp, gucken wir mal an, wollen wir jetzt dazu laufen. Auf der Stelle, auf der Stelle, auf der Stelle. Oh, ich sehe, das klappt schon ganz gut. Und das ist schon ganz schön schwierig, Kinder. Jetzt machen wir schon zwei Sachen auf einmal. Ja? Oh, nochmal stoppen, Philipp. Fang mal deinen... Leg's mal nochmal zusammen, dein Seil, in aller Ruhe, schön sauber zusammenlegen, sonst geht's nicht. Ja? Und ihr macht mal einfach weiter, Kinder. Wir laufen einfach und machen das Wasserrad, bis der Philipp wieder bei uns ist. Schön langsam zurück. Genau, die zwei Seilenden in die Hand. Genau. So, und jetzt probieren wir mal. Was hast du denn eine Idee? Was können wir noch machen? Vorrücklaufen, super. Jetzt laufen wir nochmal vorrück. Und wir schwingen ganz ruhig weiter. Ja? Ja, das Seil soll immer schön neben unserem Körper schwingen. Ja, ganz toll. So, und jetzt kommen wir in die Mitte zurück und schwingen aus. So, jetzt nehmen wir es in die andere Hand. Puh, jetzt wird es wieder schwieriger. Jetzt probieren wir einfach mal nur zu schwingen, ja, ohne dass wir es anders machen. Genau, das soll einfach hier... Ja, super geht es schon. Sehr gut. So, und wenn es so gut klappt wie beim Philipp schon, dann dürfen wir auch mal laufen dazu. Ja, und genau, einfach erstmal nur auf der Stelle laufen und ihr probiert, dass das Seil hier an der Seite schön schwingt. Sehr gut. Entweder, Kinder, ihr bleibt jetzt dabei, ja, und guckt mal, dass ihr das ganz kontrolliert macht, oder aber ihr lauft schon wieder vor. Und zurück. Ist schon wieder ein bisschen schwerer. Vor und zurück. Aber es soll ja für alle Kinder was dabei sein. Ja? Und das Wichtige ist, vorwärts muss es schwingen. Philipp, nicht rückwärts. Vorwärts. Ja, genau. Und ihr probiert immer ruhiger mit dem Seil zu werden, dass das Seil schön schwingt. Ich glaube, noch einmal machen wir es, okay? So, und dann stoppen wir. Super. So, Philipp, dann machst du mal das Seil auf, sodass es nur noch doppelt liegt. Und wir machen vor uns, machen wir ein Viereck.
Boden. Mach erstmal einen Kreis mit deinem Seil. Schönen Kreis machen. Ja. So, und aus dem Kreis kann man dann ein Viereck formen oder ein Rechteck. Meins ist ein Rechteck. Ja, Viereck ist es auch. Viereck, Rechteck. Genau. So. Mach's mal, pass mal auf. Mach es mal ein bisschen schneller, weil hier außen sollen unsere Füße hin. Guck mal. Genau, jetzt hast du es. So, dann stellt ihr euch auf. Über das Ganze. So, und jetzt springen wir rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das klappt super. Wir springen weiter, Philipp. Und ich gebe dir eine Rechenaufgabe. 1 plus 2. 3. Sehr gut. 5 plus 2. 7. Super. Das mache ich. 4 plus 4. 7. 4 plus 4. Mal 4 plus 3. 7. Okay, und du probierst wieder Aufzug zu machen. Aufzug, 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 Aufzug. Ja, schwierig, 2 Sachen auf einmal. Letzte Rechenaufgabe. 5 plus 4. 9. Super, und stopp. Hast du gut gemacht. So, Kinder, sowas ist auch immer ein bisschen schwieriger, wenn man dann schon Rechenaufgaben dazu macht. So, wir gehen weiter zum nächsten Block. So, zweiter Block geht mit für die Rolle vorwärts. Lernen wir einige Sachen. So, wir fangen vorne an. Wir gehen nach vorne, ganz vorne an die Matte. Gehen in den Hockstand. So, Hände aufstützen. Philipp. Und jetzt nimmst du ein Bein zurück und das andere Bein dazu. Wir haben eine wunderschöne Liegestützposition. Kontrollier mal, die Schultern sind über den Händen. Ja, super. Halten, halten, halten. Und jetzt kommt wieder ein Bein vor und das andere Bein vor. Super. Und das machen wir jetzt ganz ruhig. Mach mal nochmal. Nimm mal erst. Drückst du rechts und links. Rechts zurück. Und genau. Und dann eine schöne Liegestützposition. Und wieder nach vorne. Schau, dass die Schultern über den Händen bleiben. Ist eine anstrengende Übung, Kinder. Ganz anstrengend. Philipp, schön. Die Schultern bleiben über den Händen wieder. Okay, und noch einmal schaffst du. Und wieder zurück. Ha, super, schon geschafft. Nächste Übung kannst du auch. Wir gehen runter in die Hocke und machen einen Strecksprung nach oben. Was ist ein Strecksprung? Wir drücken uns hoch, die Arme nehmen wir mit. Sehr gut hast du das gemacht. Und Kinder, die Arme ganz, ganz fest machen, so wie bei unserem Luftmatratzenspiel, ja? Die Armkammern, die machen wir jetzt ganz, ganz fest. Super, okay, komm, wir springen noch 5 Mal. 5, 4, langsam. Oh, langsam und schön. Nochmal 3, langsam, ganz gestreckt, ganz runter. Und noch 2 nochmal. Und noch 1. Sehr gut. Also probiert wirklich ganz gestreckt zu sein. Und wer schon kann, kann auch 10 strecken, wenn man in der Luft sind, oder? Da kann man auch die 10 strecken. Okay? So, sehr schön. Dann machen wir weiter unsere Rückenschaukel. Hast du auch geübt? Mhm. Ja. So, wir wollen heute zurückschaukeln. Und jetzt wäre es gut, wenn ihr Mama, Papa holt, weil die könnten euch ein bisschen unterstützen, damit wir das Aufstehen lernen. Ja? Ich gehe mal hierher. Du rollst zurück, Philipp, und ich gebe dir die Hände hier und du darfst dann mit meinen Händen aufstehen. Lass die Knie zusammen. Mit meinen Händen. Komm vor. Ja? Und komm vor. Ja, super, machst du es. Komm vor. Und lass die Knie schön zusammen. Die Knie. Knie zusammenlassen. Konzentrier dich drauf. Knie zusammenlassen. Sehr schön. Nochmal. Komm. Super. Okay, warte mal ganz ruhig. Geh mal nur mal runter in die Rückenschaukel. Ich möchte den Kindern noch ein paar Tricks zeigen. Mach mal ein schönes Päckchen. Kinder, ganz, ganz wichtig ist es, komm mal hoch, dass ihr die Fersen hier ganz nah an das Gesäß bringt. Und was der Philipp jetzt auch macht, das Kinn bringt er zwischen die Knie. Ja? Und wenn du jetzt mir hier die Arme gibst, Philipp, guck mich an, dann kannst du wunderbar aufstehen. Ja? Und wieder zurück, runter. Und roll zurück. Komm in das Päckchen, nah dran. Und hey, super gemacht. Und wieder zurückrollen.
Das klappt jetzt super. Komm ins Bettchen. Ah, genau. Und streck die Arme schön weit nach vorne. Ihr als Eltern ein bisschen weiter weggehen immer, ja, damit die Kinder wirklich die Schulter, ja, der Philipp hat es jetzt gerade gelernt, damit die Schulter, das freut mich, dass du das jetzt kannst, die Knie müssen noch zusammenbleiben, dass die Schulter über die Füße kommen, ja, damit man aufstehen kann. Der Philipp hat es jetzt gleich richtig gelernt. Super. So, Philipp, da wollen wir noch eins zeigen, über Kopf. Ja, da braucht man einen Stuhl. Haben wir letztes Mal auch schon angefangen? Ja? Okay. So, ihr könnt es nochmal, Kinder, mit dem Stuhl machen. Geh mal hier wieder. Genau, stehst in Position. So, Kullern. Du kannst zweimal die Rückenschaukel machen und dann aufstehen. Hände ganz auf dem Boden. Auf dem Boden die Hände, stützen, so, rollen, ja, richtig rein, Rückenschaukel, oh, da machst du super, du wärst jetzt auch gleich aufgestanden. So, probier's nochmal. Ja. Also ruhig, lasst euch Zeit in den Lernschritten, ja, der Philipp, der lernt jetzt sehr schnell. Ja. Was war falsch, Philipp? Nicht auf dem Kopf stehen, nicht auf dem Kopf stehen, sondern wirklich auf dem Nacken. Nacken hier, den Kopf unten rein. Genau. Zack. Okay. Und nochmal. Und hopp, mit Schwung. Ja. Letztes Mal. Schaffst du. Letztes Mal. Komm. Stützen. Ja. Und hopp. Und schaukeln. Und ja. Super. So, das war schon wieder dieser Block. Geht's weiter mit unserem letzten Block. So, unser nächster Block, Aufschwingen zum Handstand, hat drei Übungen. Der Philipp ist schon unten in der richtigen Position, der geht in die Liegestützposition. Genau, ganz festmachen. Der Philipp macht es schon richtig. Der tippt außen an den Socken, links und rechts. Super, Philipp. Sehr gut machst du das. Jetzt rutscht er mal weg, ne? Genau. Komm, wir machen noch mal zusammen, Philipp. Machen wir noch, schaffen wir noch mal rüber runter. Arme ausstrecken. Schaffen wir zusammen 8 Stück? Mhm. Ja, okay. Also nochmal die Liegestützposition. Schultern über die Hände schieben. Passt das bei dir? Schultern über. Mhm. Richtig. Und 1, 2, 3, 4. Du bist zu schnell. 5, 6, 7. 8, okay. Und wieder ab. Wir schütteln uns aus. So, dann habe ich eine schwere Übung für dich. Leg dich mal auf den Rücken. Genau. Leg dich vielleicht anders um den Kopf hier hin. Besser? So, das schwebende Brett. Das heißt, du bist nur mit der Ferse, den Schultern und dem Kopf am Boden. Alles andere schwebt jetzt. Nimm die Arme gut hin. Oh, der macht es gleich richtig. Ich kontrolliere mal mit der Socke, fahre mal unten durch. Super, lass es noch schweben. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Wir zählen nochmal. 5, 4, 3, 2, 1 und ab. War anstrengend? Nö. Also bei Nö muss man nur einmal machen, oder? Schaffen wir einmal? Okay. Also nochmal anspannen. Hoch. Sehr gut. Der Philipp macht das wirklich sehr gut. Also ich kenne die Übung, die ist nämlich schon anstrengend. Guck mal, er schwebt wirklich. 4, 3, 2, 1 und ab. Super. Letzte Übung. Wir kommen in die verkürzte Liegestützposition. Das heißt, ihr geht auf die Knie und was wichtig ist, dreht ein bisschen. Ihr schiebt das Becken nach vorne, Richtung Boden schieben. Halt, Popo nach vorne schieben. Richtig. Genau, erstmal halten, Philipp. So, das probieren wir. Die Ellbogen gehen so ein bisschen nach hinten. Probieren wir mal, uns abzulegen, wie ein kleines von oben. Okay, und jetzt mach dich ganz fest und schieb dich wieder nach oben. Richtig. Und noch einmal nach unten. Sehr schön. Und nochmal nach oben. Wow.
Philipp kann das schon ziemlich gut. Eine verkürzte Liegestütze. Noch zwei Schaffer? Mhm. Und nochmal nach oben schieben. Und letztes Mal. Okay. Und aufschieben. So, Kinder, wenn ihr langsam nach unten geht, ja, das ist schon ein Training. Manche schaffen es vielleicht gar noch nicht, dass man nach oben kommt. Ja? Dann geht ihr wieder nach oben und geht wieder langsam nach unten. Ich mache es euch mal vor. Ihr könnt auch so stammeln. Nach unten. Okay, entspannen. Und dann kommt ihr erst wieder in die richtige Position. Und dann geht ihr wieder runter. Ja? Der Philipp, der kann schon mehr, der kann sich wieder hochdrücken. Hat er super gemacht. So, das war's schon wieder. So, unser letzter Block wieder mit Ball. Heute machen wir es ein bisschen schwieriger, Philipp. Wir werfen hoch und fangen erstmal. Das haben wir letztes Mal schon gemacht und hoffentlich hat es auch jeder geübt. Das klappt super. So, und damit es uns nicht langweilig wird, klatschen wir jetzt zwischendrin mal. Einmal. Gut, einmal. Genau. So, und jetzt können wir wieder anfangen. Sehr gut. Wenn es so gut klappt, dann drehen wir uns einmal. Wir klatschen, werfen und drehen uns dabei. Ja, aber bleiben auf einer Stelle. Bleiben auf einer Stelle. Genau. Immer schön einmal klatschen. Genau. Und komm wieder. Schau wieder zu mir. Einmal klatschen. Fangen. Okay. Und stopp. So, das klappt super. Jetzt probieren wir zweimal zu klatschen. Ohne drehen. Zweimal klappt, dreimal ist Hausaufgabe bis nächstes Mal. Okay, nächstes Spiel, was wir machen. Und zwar nehmen wir den Ball am Boden. Ja? Philipp, und das ist eine heiße Kartoffel. Ja? Gleich den Fuß runter, weil das ist eine heiße Kartoffel. So, und wir wollen mal so ein bisschen über den Ball gehen und diese heiße Kartoffel ganz kurz berühren, rüberschubsen zum anderen Fuß und dann wieder zurück. Ja? Heiße Kartoffel darf man nur ganz kurz berühren. Und, ja, genau, Philipp, fang ganz langsam an. Das soll zwischen deinen Füßen hin und her gehen. Kinder, ihr könnt hier innen, da den Innenriss hier benutzen, ja, den rüberspielen dann. Kontrolliert, links, rechts, links, rechts. Und weil das eine heiße Kartoffel ist, dürfen wir da nicht lang dranbleiben, sondern einfach nur anschubsen und dann geht es zum anderen Bein. Genau, links, rechts. Ah, genau, Philipp. Und wenn du sagst, boah, das geht schon ganz schön gut, ja, darfst du ein bisschen schneller werden. Ja? Aber das Wichtige ist, ihr Kinder, dass ihr es kontrolliert macht. Ja? Philipp, geh mal wieder hier rüber auf deinen Platz, damit dich jeder sieht. Genau, links, rechts, komm. Ja, ein bisschen muss er schon rollen. Ein bisschen rollen. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Wow, genau. Der geht gar nicht mal verloren beim Philipp. Sehr gut. Okay, das bitte ganz, ganz gut üben, ja? Bis zum nächsten Mal. So, nimm den Ball nach oben. So, heute wollen wir prellen. Und zwar nehmen wir den Ball in eine Hand, prellen ihn und fangen ihn. Ja? Eine Hand, prellen, fangen. Prellen, fangen. Das kann man so einen richtig schönen Schwung holen. Zack, und wir fangen. Das machst du gut. Und wir probieren zusammen und prellen, fangen, prellen, fangen, prellen, fangen. Nochmal, prellen, nochmal,
Ha, super, nochmal ein bisschen üben. Genau. Sehr gut. Oh, so beginnen wir mal ganz schnell. Das ruhig mit zwei Händen noch fangen, ja? Brennen, fangen. Brennen, fangen. So, wir probieren wieder zusammen. Komm, hold. Und fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. Okay, fangen. So, jetzt gehen wir noch an die Wand. Zeige ich dir an der Wand noch was. Du darfst wieder hier hin. Geh noch ein bisschen näher hin. Und zwar wollen wir einen neuen Wurf nicht erfinden, sondern wir wollen einen neuen Wurf lernen. Und zwar, letztes Mal haben wir von unten geworfen, das ist ein Schockwurf. Und jetzt wollen wir hier aus Brusthöhe werfen, ja? Richtig, das nennt man Presswurf. Zack, ja? Super, zack, an die Wand und wieder fangen. Hopp, ja? Also Kinder, ihr probiert auf Brusthöhe wegzuwerfen und den Ball hier oben wieder zu fangen. Wichtig ist, geht nahe hin. Der Philipp schon, der hat schon ganz schön einen Dampf drauf, ja? Ja, es geht gut, super machst du das. Ja? Ihr könnt den Abstand selber wählen, Kinder. Ja? Bleibt ganz nah an der Wand, dann geht es immer ein bisschen einfacher und schaut, dass ihr sie gut fangen könnt, ja? Ja? Und wenn ihr das ganz gut könnt, dann könnt ihr ein bisschen schneller werden, ja? Den Ball gut anschauen. Aber fangen. Nein. Wir fangen. Zwischendrin fangen, nicht wieder weg. Fangen. Du machst ja schon immer ganz schwierige Sachen. Fangen. Und kommt die letzten fünf.